So, Freunde, es ist wieder soweit. Neue Woche beginnt, neues Turnier ist da und wir haben einen blutigen Kampf. Das heißt, Heilung und Wiederauferstehung sind völlig nutzlos. Okay, wir haben schon direkt verkackt. Ist natürlich überhaupt nicht gut, aber naja, also, welche Farbe ist denn gesperrt? Lila ist gesperrt, okay. Was hat er mir denn da für ein Team zusammengestellt? Was ist das denn? Egal. Wir haben zweimal blau, da ist sogar das Grün gar nicht mal so schlecht. Und ich werde da wahrscheinlich blau auch nehmen, ja. Aber das Team ist natürlich Mucks mit den Heilern und mit Rasselkopf. Rasselkopf brauche ich auch nicht. Das heißt, nehmen drei Grüne mit. Nehmen wir die schnellen Burschen. Grimm ist gut. Ach ja, was soll's. Nehmen wir ihn direkt mal mit. Mireweave sehr schnell. Ja, mal gucken, wie das so läuft. Ah, Lila, ja, genau. Hast du das falsche Turnier ausgesucht? So, das sieht gut aus. Grün haben wir schon mal. Okay, machen wir jetzt mal den Lila Diamanten. Spielen wir das so, dann kriegen wir die blauen. So, Mireweave. Wie war das nochmal mit dir? Ziel und benachbarten Gegnern, okay. Ah, das war nicht schlecht. Gehen wir mal hier rüber. Dann haben wir unsere Grünen. So. Catmon kriegen wir bestimmt weg. Jawohl. Nebel soll nicht auslösen. Das heißt, wir machen jetzt den Diamanten. Ach, er hat widerstanden. War ja klar. Das war so klar. So, Mireweave darüber. Jetzt hat er schon den Stapel bei 2. Das ist nicht schlecht. So, und Hänsel. Jawohl. Guter Start. Und Mireweave wird weiter genutzt werden. Jawohl. So, jetzt haben wir sogar 3 Sterne da drin. Okay. Ja, dann nehmen wir 3 blaue diesmal mit. Und 2 grüne. Okay, also tauschen wir im Endeffekt nur Buddy aus. Für. Ja, mein Boril ist noch nicht so weit. Obwohl. Ah, der hat schon eine dicke Verteidigung. Das heißt, ich nehme den mal mit. Mal gucken, was der Boril so kann. Also, ich weiß, was er kann, ne? Aber gucken, wie er sich jetzt hier schlägt. Ja, den Move, den er mir vorschlägt, den mache ich auch in der Hoffnung, dass was hochkommt. Okay. Ja, das war gut. Das war definitiv gut. Jetzt haben wir nämlich hier noch. Ich mache das erstmal so. Dann gucken wir nämlich mal eben. Also Grimm sollte definitiv nicht auslösen. So, Mireweave hinterher. Okay, die roten. Jawohl. Einer Sorge weniger. Und jetzt gucken wir mal, dass wir Boril kriegen. Und da ist er schon. Dann gehen wir hier rüber. Machen Boril mal an. Ja, Little John, du darfst dich ruhig selber kaputt machen von mir aus. Ja, Hutao ist weg. Sehr gut. Dann ghosten wir hier die 2 Grünen.
Ja. Okay. Da kommen wir jetzt irgendwie beim 3-Sterne, kommen wir jetzt nicht so viel Schaden bei rum, wie ich gedacht habe, aber das haben wir trotzdem in der Tasche. Und Meyerweave kommt natürlich dieses Special echt zugute, dass er sehr schnell ist, ne? Also der löst der jetzt bei obwohl, ne, das ist mit den hohen Mana-Truppen, würde er mit 3 Steinen geghostet auslösen. Wer es jetzt hier ist mit den Dreier-Truppen, keine Ahnung, aber braucht auch nicht viele Steine, 4 oder sowas. Das ist schon ganz cool. Was haben wir denn da jetzt? 2 Grün. Dann nehmen wir Rote mit. Nehmen wir Rote mit und ja, ich glaube, Hänsel und Kepmon bleiben. Tauschen wir nur die Mitte aus. Rot. Nehmen wir mal den Falken mit. Gormek und Scarlet. Ich habe gesehen, da ist ein Heiler mit bei. Sturmfang. Gut, kann man jetzt sagen, der will den Attack-Up da machen, ne? Aber Hu Tao außen, das ist auch nicht gerade so super. Gobbler ist Mittel, ne? Ja. Aber es ist trotzdem kein einfaches Team. Vor allem nicht mit sowas. Arbeiten wir uns erstmal unten so ein bisschen ab an den Grünen. Da habe ich schon Rot. Ach. Ja, genau auf die Roten, war ja klar. Okay, so, wer muss weg? Da habe ich noch grüne drunter, dann gucken wir mal, dass wir Borel da wegkriegen. Sein Gegenangriff wird sehr nervig sein. Ach, Schwein gehabt, ich dachte jetzt halt Sturmfang. Ach, Quatsch. Der kann ja machen, was er will, passiert ja eh nichts. Da passiert ja nichts. Kriegt man darüber. Der Diamant gleich müsste das da beenden. Blocken wir Sturmfang, gehen mit Scarlet auch hier rüber. Machen den Diamanten. Genau, Hu Tao ist weg. Sturmfang ist weg. Gobbler ist weg. Jawohl. Okay, das läuft schon mal sehr gut. 3 von 3. Oh. Geschmeidige Behandlung. Okay. Bringt natürlich überhaupt nichts, ne? Wieder Heiler. Hirnheiler. Buddy außen. Heißt, gibt nur Kirill den Minion. Also eigentlich keiner, der so direkten Schaden macht, außer ein bisschen Buddy. Einzige Gefahr ist wirklich jetzt in dem Sinne sogar Wukong, wenn der mit seinem Special auslöst und die dann nicht verfehlen sollten. Das wäre nicht so gut. Ja, ich nehme 3 Grüne mit. 3 Grüne, 2 Rote. Ja. Denke ich mal, ist ganz gut. Nehmen wir. Ja, Buddy mit. Dann gucken wir mal. Rot und Grün sehe ich da schon. So und so. Dann machen wir den hier rüber. Dann haben wir die Roten. Jawohl, Grün auch. Perfekt. Jetzt können wir nämlich Wukong erstmal eliminieren. Und ja, hauen ruhig auf Kirill drauf. Ghosten hier. Ja, gehen wir hier ruhig drauf. Na, Motto, was weg ist, ist weg. Ja, das war auch gut. Gucken, was da jetzt passiert.
Nix, okay. Ja, Heilung 0, ne? Da haben wir es sehr schlau. So, komm, Scarlet, hau mal Buddy da jetzt weg. Sehr gut. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch wieder das typische Ghosten machen. Okay. Dann gehen wir auf Danzaburo. Das ist noch der einzige, der noch Ärger machen kann, weil der hat ja nicht nur dieses sich selber einfrieren, sondern auch verursacht 240% Schaden bei allen. Weil wenn wir den jetzt so blockieren, dann sollte da auch nichts mehr anbrennen. Aber das Schaf ist jetzt auch weg. So und so und dann war es das auch. Okay. Soweit läuft es. Top 5. Ja, dann nehmen wir definitiv blau und ja, grün. Bleiben wir bei den beiden Ecken. Tauschen das wieder aus mit blau. Ja, spielen wir ruhig so. Wo bist du, Grimm? Da bist du. Ja. Ja, schon wieder sehr viele Embleme hier im Spiel. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Okay, machen wir das erstmal so. Dann machen wir eine kleine Kaskade mal. Blauen, ja, vielleicht reichen die Grünen. Nee, aber die Blauen. Haha, okay. Dann, Kitmon ist gleich soweit. Oder auch nicht. Mayaweave hinterher, macht jetzt mehr Schaden, sehr gut. Grün sollten für Kitmon reichen, das heißt, ich gehe hier mit auf Agwe. Ja, perfekt. Dann hauen wir Scarlet weg. Beziehungsweise blocken. Okay. Jawohl, da ist was Grünes. Dann machen wir erst das Grüne, weil das gibt uns einen blauen Diamanten. So, ja, Kirill, mach du mal. Ja, ein guter Mann, Kirill. Ach, hätten wir erst Grimm auslösen sollen. Na, ist egal, ist ja eh gelaufen. So, komm. Diamant nochmal zum Abschluss. Okay, dann nicht. Dann halt so. Bakulum. Gut. 5 von 5. Top 1%. Und direkt. Ja, was haben wir da? 165. 165 Punkte ist doch gar nicht so viel. Das ist dann wieder so ein bisschen die Embleme wieder hier. Ja. Alles klar. 20er Truppen. Also gemaxte Truppen da. 20er Embleme fast komplett voll. Ja. Da sind wir doch dann relativ mickrig. Ohne Embleme. Beziehungsweise nur der eine Schakal. Und die Truppen natürlich auch. Wahllos einfach dahin geplöckt, ne? Gut, das haben wir alles erledigt. Können wir eben, ich habe hier alles aufgehoben. Machen wir erstmal eben das. Das habe ich gerade schon abgeschlossen. Entenjagd war ich auch schon. So, jawohl. So was braucht man. Dann gucken wir mal erstmal hier rein. Nahrung ist okay. Ich hatte, glaube ich, gestern die schlechteste Kiste überhaupt. Ich hatte irgendwie 23.000 Nahrung und 28.000 Eisen, so wie jetzt da auch. Ein Diamant. Und das war's, glaube ich. Und noch irgendwie so hier sowas Richtung Zauberstaub, was das hier ist. Also irgendwie nur vier Sachen oder so. Das war richtig, richtig albern. Ach, da fliegen die Enten schon wieder. Nee, das ist auch nichts. Ein bisschen Nahrung,
Da fliegen sie, komm. Gucken, ob wir alle kriegen. Jawohl. So, haben wir das auch nochmal erledigt. Ja, im Moment level ich ein bisschen meine kleineren Truppen hier, dass ich die auf 11 kriege. Dann nehme ich nur die Einsterne für, weil die anderen brauche ich ja, die großen. Brauche ich dann auch für die großen Truppen hier. Na, da komme ich nicht weit mit einen Sterne. Ich habe hier noch hier. Nee, reingelegt, da nicht. Sondern hier. Habe ich ja auch noch 14 Münzen. Die mache ich jetzt auch mal demnächst irgendwann. Hier sind es 3. Ja, und der große Rest, ne? 691 sind es hier. Also, nicht wundern, wenn da oben 708 steht, 691 ist davon einfach nur irgendwelcher Silberkram. Ja, und sonst level ich jetzt hier im Moment wieder. Gucken, komme ich da? Gar nicht weit. Bogel jetzt fertig, auch hinsichtlich, wenn das Kostüm kommt, falls ich das kriegen sollte. Und dann, ja, werde ich hier mal das Hühnchen anfangen. Und dann mal gucken, Domitia bringe ich dann mal auf 3,70. Die habe ich schon lange da irgendwie so auf 3,1 rumgammeln. Kaschrek wird dann auch gelevelt für das Kostüm, falls ich das kriege. Und dann kommt, ja, unser, was ist das, Champ? Ja, der herrschende Champ kommt dann dran. Muss ich aber gucken, ich weiß gar nicht, was ich an. Nee, kann ich gar nicht machen. Mir fehlt noch ein Pfeil. Das heißt, er geht dann auch erstmal auf 3,70 und dann müssen wir mal gucken. Ja, Alchemielabor läuft, ne? Einmal läuft hier noch was, hier unten auf 10. Und auf 9 laufen zwei Umwandlungen. Da bin ich mal gespannt. Da habe ich noch nichts, noch kein 4-Sterne-Item rausgekriegt. Kann man ja theoretisch kriegen. Und ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Hier habe ich wieder wie immer Damaszener Klinge genommen, weil im Endeffekt braucht man ja die gleiche Anzahl von Damaszener Klinge und von den Büchern da. Wenn, ne, brauchst du ja beides für einen Helden zum Hochbringen. Und deswegen habe ich, glaube ich, jetzt mich von 22 Damaszener Klingen runtergearbeitet auf 8. Auch dann natürlich mit Aufleveln von Helden und so. Und ja, meine ganzen Tellus haben jetzt die ganzen Geheimtränke hier verballert. Ja, aber sonst kann ich eigentlich zwei blaue noch hochbringen, einen lila und einen roten. Lila wird wahrscheinlich Clarissa, wenn ich sie kriegen sollte. Clarissa oder hier, wo ist er? Jabberwock. Bei Blau bin ich ja, noch gar nicht so sicher irgendwie. Ich habe doppelte Missandra. Ich habe hier oben, habe ich meinen Richard angefangen hier. Könnte man auch wieder das Kostüm machen. Bin ich jetzt aber nicht so ganz von überzeugt, wobei Frieda und zweimal Richard schon nicht schlecht wäre. Deswegen habe ich tatsächlich sogar auch überlegt, den guten Herrn hier ein bisschen weiterzubringen. Weil ich stelle mir schon vor, sein Schaden, der ja hoch ist, er macht ja nur Schaden, deswegen ist er ja höher als der von Richard. In Kombination mit Frieda kann schon ganz gut sein. Oder halt ein doppelter Magni, ne? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Muss ja gucken, vielleicht kommt ja noch irgendwas Gutes in den nächsten Monaten, blau. Ja, und rot, ne? Ich hoffe ja auf Grabmacher, nächstes Atlantis. Und wenn ich den nicht kriegen sollte, dann kommt meine zweite Grasul hoch. Dann sehen wir da einfach mal weiter, was da passiert. Ja, das sind so die Pläne jetzt erstmal. Aber naja, wer weiß, das ist ja alles vom Zufall abhängig. Und da ich nicht ganz verrückt nach Grabmacher jagen werde, also ich werde eine 30er machen und das war's. Wenn er nicht kommt, dann soll so sein. Ich bin mit dem Franzosen ja auch einigermaßen glücklich. Ja.
Dann sehen wir einfach mal. Die Kostüme haben irgendwie ein bisschen höheren Stellenwert, weil ich habe halt einige Helden, denen ich das Kostüm geben kann. Ne? Hier, Elena könnte es kriegen. Ich habe hier den. Wo ist er denn? June schon auf Max. Ich habe Magni auf Max. Ich habe Asla. Elkan. Also da sind so einige Kandidaten. Rigard natürlich auch immer noch. Sind einige Kandidaten, die da definitiv von profitieren könnten. Halt auch Boril und Kaschrek. Und ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Gut, dann war es das für jetzt und wir sehen uns dann morgen wieder zum zweiten Tag. Macht's gut, ciao.